Hi, heute mache ich Tomatenketchup und das Besondere dabei sind Gewürze wie Nelken, Paprika und Muskatnuss. Und den Link zum Rezept findet ihr in der Beschreibung. Wir starten, indem wir Schalotten in Butter andünsten. Dafür habe ich eine Schalotte schon mal gewürfelt und dann kommt die Butter in die Pfanne. Da kommen jetzt schon mal die Schalotten rein. Die Schalotten dünste ich jetzt glasig an und dann kommen auch die Tomaten schon mit dazu. Die habe ich hier schon gewürfelt, das sind ungefähr 400 Gramm. Und außerhalb der Tomatensaison könnt ihr auch Tomaten aus der Dose verwenden. Das Ganze wird jetzt erstmal bei hoher Hitze ein bisschen eingekocht und dann kommen auch gleich die Gewürze schon dazu. Ich habe hier einmal Paprikapulver, ungefähr einen Teelöffel, dann Zucker, auch ungefähr einen Teelöffel. Dann haben wir hier noch gemahlene Nelken, eine Messerspitze erstmal und dann noch Salz und Pfeffer. Gewürze machen wir erstmal nicht so viele dran, da können wir später nochmal abschmecken. Dann haben wir noch weißen Essig, da kommt jetzt auch ungefähr ein Teelöffel mit dazu. Und frisch geriebene Muskatnuss kommt auch noch dazu. Das Ganze muss jetzt ungefähr 15 Minuten köcheln, bis die Tomaten zerfallen sind und dann pürieren wir das Ganze noch. Wenn das Ganze dann eingedickt ist, können wir es auch schon umfüllen und pürieren. So, jetzt kommen die Tomaten in ein Sieb. Da können wir nochmal die Tomatenhaut ein bisschen rausfiltern. Ich mache das jetzt direkt wieder in die Pfanne rein. Je nachdem, wie die Konsistenz ist, können wir es dann nochmal kurz aufkochen lassen und ein bisschen dicker einkochen. Jetzt abschmecken. Ich mache noch eine Prise Nelken mit dran. Ich mag das ganz gerne, wenn das ein bisschen würzig ist. Und wenn euch dann noch die passenden Burgerrezepte dazu fehlen, dann schaut euch doch unser How to Burger an. Da kriegt ihr leckere Rezeptideen. Und ansonsten könnt ihr den Ketchup jetzt einfach in Gläser umfüllen und ich wünsche einen guten Appetit.